Im Namen Jesu beginnen wir unsere Bibelstunde heute Nachmittag. Ich möchte beginnen mit einem Bibelvers, und zwar Epheser Kapitel 5, Vers 25 bis 27. Ich möchte beginnen mit einem Bibelvers, und zwar Epheser Kapitel 5, Vers 25 bis 27. Epheser Kapitel 5, Vers 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen wie auch Christus. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. 你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，要用水，借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁，没有瑕疵的。 Hier lesen wir, wie sehr Jesus seine Gemeinde geliebt hat. 我们在这里读到说，耶稣是怎么样爱他的教会。 Er hat sie so sehr geliebt, dass er sich für sie dahin gegeben hat, um sie zu heiligen und zu reinigen. 耶稣如此的爱教会，他把自己舍己，为教会舍己，然后为了让教会能够成为圣洁。 Vers 27 lesen wir, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite. 27节我们读到说，他让教会可以做个荣耀的教会。 Das ist nicht etwas, was passiert ist und dann aufhört, sondern das ist immer noch im Prozess. Das ist auch noch heute, wird die Gemeinde von Jesus herrlich bereitet. 直到今天，主耶稣还在准备这个教会，做个荣耀的教会。 Gott sei Dank, wir sind ein Teil dieser Gemeinde, wir sind ein Teil dessen, der von Gott bereitet, der von Gott geheiligt und gereinigt wurde und auch weiterhin wird. Und während die Gemeinde immer herrlicher, immer vollkommener wird oder auf diesem Weg sich begibt, ist ein kleiner neuer Baustein da hinzugekommen. 在这个教会不断成为荣耀完全的一个部分，荣耀的教会的这个过程中。 其中有一个小小的一部分是我们要做的。Hier in Mannheim, in diesem Jahr, in diesem Ort, in dieser Zeit, wurde eine neue Initiative gestartet, von der wir gehört haben, und zwar der Beginn eines Evangelisationsteams. 这个小小的一个基石，一个部分就是在这里曼海姆，在我们教会，我们开始了一个传福音的一个队伍。 Und die Deadline ist heute, soweit ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also können wir uns Ja, und ich bin mir sicher, dass das ein weiterer Baustein ist, um die Gemeinde voranzubringen, um auch die Gemeinde wachsen zu lassen und herrlicher werden zu lassen. Ja, 我相信就是我们让这个教会成为荣耀，成为更完全的教会的一个很重要的基石。 Es gibt, wenn man über Evangelisation spricht, viele Bereiche. 如果谈到传福音的话，有很多的领域。 Heute möchte ich über eine Ebene von Evangelisation sprechen. Und zwar kann man Evangelisation auch als eine Defensive oder als eine Offensive begreifen. Und heute sprechen wir erst über die Defensive. Also die Defensive bedeutet, dass wir unseren Glauben verteidigen gegen Angriffe und Zweifel von innen, aber auch von außen. 那这个捍卫的层面就是我们要在别人攻击我们信仰的时候，我们可以从外面、里面有这样的针对这样的一些怀疑来作为一个捍卫。 Die Offensive ist das, was wir unter Evangelisation im klassischen Sinne verstehen, und zwar, dass wir eben auf die Straße gehen oder irgendwelche Flyer machen oder etwas nach außen gerichtetes, um Menschen zu fischen, um Menschen zu Jesus zu holen. 第二个层面是传扬的层面，这个层面是我们比如说走到大街上，然后跟周围的人主动的去传福音，去得人如鱼。
Manchmal sind aber die Grenzen von Offensive und Defensive auch nicht eindeutig, also eine gute Verteidigung, um neue Menschen zu Jesus zu bringen. 有时候捍卫的层面跟传扬的层面界限没有那么清楚，有时候很好的去捍卫信仰，也是一个很好的方法来把福音传扬出去，让人把人带到耶稣的面前。 Heute möchten wir also die Zeit nutzen, um zum einen unser Selbstbewusstsein für unseren Glauben und unsere Hoffnung nochmal uns daran zu erinnern. Und auch Grundlagen zur Verteidigung oder zur Verantwortung unserer Hoffnung anhand von 1. Petrus Kapitel 3, Vers 13 bis 17 zu erarbeiten. 我们今天会借助彼得前书的三章十三到十七节来作为一个基本的圣经来想想看我们信仰的一个根基，我们的盼望的一个基石是什么。Deswegen lasst uns aufschlagen 1. Petrus Kapitel 3. 那我们现在一起来看彼得前书的第三章。 1. Petrus Kapitel 3, Vers 13 bis Vers 17. 彼得前书第三章十三节到第十七节。 Heute werden wir immer wieder zu diesem Abschnitt zurückkehren, also könnt ihr ein Lesezeichen hineintun oder euch diesen Abschnitt merken. 那我们今天会一直回到这一段, 所以大家可以在这里放一个书签或者是把, Wir lesen 1. Petrus Kapitel 3, Vers 13 bis Vers 17. 我们读彼得前书三章第十三到第十七节。 Vers 13. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. 你们若是热心行善，有谁害你们呢？你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌，只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔敬畏的心回答个人。 存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那污蔑诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。神的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦。 And ein paar Worte noch zum Kontext dieses Abschnittes. 首先我们 介绍一下这一段话的上下文. Der erste Petrusbrief ist geschrieben an die Gläubigen in der Zerstreuung, wie wir aus Kapitel 1, Vers 1 sehen können. 彼得前书是在彼得前书的一章一节，我们可以看到说这是写给那分散在四处的信徒。 Und diese Zerstreuung kam mit viel Leid und Unterdrückung für die Christen damals. 这个分散是由于那个时候对基督徒的破坏造成的，他们都要受很多的苦。 Damals wurden die Christen eben von den ansässigen Menschen verschmäht und unterdrückt. 当时的基督徒被在位的人所逼迫。 Und Petrus in dem ersten Petrusbrief ermutigt eben die Gläubigen mit auch viel tröstenden Worten, das Leid zu ertragen und ein heiliges Leben in dieser dunklen Welt zu führen. 彼得前书鼓励当时的信徒要在这个黑暗的世代要忍受，然后给安慰他们。 Wenn wir uns den unmittelbaren Kontext uns anschauen, dann sehen wir, dass er in Kapitel 2 die Grundlage schafft dafür, dass wieso die Gläubigen ein anderes Leben führen sollen. 在第二章的时候，他就介绍说，为什么基督徒要过一个不一样的生活。 Und zwar sind wir, wie er in Kapitel 2 schreibt, wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Deswegen sollen sie anders leben als die Heiden, als die Ungläubigen um sie herum. 在二章的九节提到说，你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁。
sehen wir in den folgenden Abschnitten ab Kapitel 2, Vers 10 folgende, sehen wir, wie Paulus unterschiedliche Gruppierungen und unterschiedliche Bereiche ihres Lebens anspricht. 在十节的后面，我们看到说保罗谈到人，他我们人的生活的不同的方面要怎么样去做。 Zum Beispiel, dass sie den Machthabern in der Welt gehorsam sein sollen. 比如说，他们要顺服在世上的君王。 Oder dass die Sklaven damals, es gab auch Sklaven, die Christen waren, dass auch sie sich ihren Herren, ihren Meist, Herren unterordnen. 或者在当时有些基督徒还是奴隶，那他们要顺服他们的主人。 Dann in Kapitel 3 spricht er auch über die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe. 那第三章就讲到在婚姻里面夫妻，丈夫跟妻子之间的关系。 Und ab Vers 8 spricht er dann über das gemeinsame Leben in der Gemeinde. 从八节后面就提到说在教会里面彼此共同的生活。 Und ab Vers 13 bis Vers 17, das ist eben unser Hauptfokus heute, eben spricht er darüber, spricht er über das, was wir jetzt reden. 13节到17节就是我们今天要专注的中心的内容。 Heute möchte ich eben drei Abschnitte oder den Nachmittag in drei Bereiche Abschnitte teilen. Zum einen wollen wir uns Vers 15 genau anschauen. 像我把它分成三个部分，第一个我们要一起来仔细读一下十五节。 Das ist die Kernaussage und auch das Thema dieses Nachmittags. 这是这里的中心的经节，也是我们下午的主题。 Also Vers 15, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. 就是十五节，有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔敬畏的心回答个人。 Dann wollen wir im nächsten Schritt über die Grundlagen für unsere Verteidigung sprechen. Und zwar eine äußere Grundlage sind die guten Werke und eine innere Grundlage ist, Christus in unseren Herzen zu heiligen. Wir haben in der zweiten Woche über die zwei Grundlagen gesprochen. 心里面尊主耶稣基督为圣，这是我们里面的理由。那外面的理由，Also gute Werke. 外面理由，这是一个好行为。外面的一个基础，是用我们的好行为。 Oder nach außen. Es war Sanftmut und Ehrfurcht, die wir in aller unserer Verteidigung und Verantwortung in uns haben sollten. 第三个是我们基本的态度，也就是我们要用温柔跟敬畏的心来传扬。 Gut, also schauen wir uns erst Vers 15 genauer an. 那我们来仔细看一下15节。 Und zwar Vers 15, den zweiten Teil. 15节的后半节。 Wenn diese Stunde ein Religionsunterricht wäre, dann wäre das unser Merkvers. 那如果这一节是宗教教育的一节课，那十五节就是我们的背诵经节。 Dann würde ich euch jetzt 5 Minuten Zeit geben und ihr müsstet es auswendig lernen. Und am Ende der Stunde würde ich euch abfragen. 我们就给孩子们5分钟的时间来记一下这些经文，然后我们结束的时候就请大家背一背。 Und vielleicht würdet ihr dann trotzdem mehr lernen. Wir lesen ihn einfach nochmal. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. 只要心里尊主基督为圣，有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔敬畏的心回答个人。 In diesem Vers gibt es einige Elemente, die wir nun eins nach dem anderen uns anschauen. 这里有一些元素是我们一个个要来看的。 Seid allezeit bereit. 这里说到说要常做准备。 Diese Verbform ist ein Imperativ, ist eine Aufforderung. 常做准备是一个命令式，是要求我们要做的事情。 Und zwar, wann soll man bereit sein? Allezeit. 我们什么时候要做准备呢？要常做准备。 Es ist eine zeitlich unbeschränkte Aufforderung. 就是一个时间上不受限制的准备。 Es ist wie eine 24-Stunden-Rufbereitschaft. 就是一个24小时要准备工作的一个状态。
Also eine Rufbereitschaft ist das, wenn man zum Beispiel ein Telefon hat und jederzeit kann dein Kunde oder dein Chef dich anrufen und dich etwas fragen. 24小时准备工作就像是你有台电话，然后你的客人或者你的老板随时会给你打电话，你要准备回答。 Wenn wir etwas 24 Stunden machen oder 24 Stunden lang so einen Job haben, dann wird es eigentlich schon fast zu einer identitätsstiftenden Aufgabe. 这样的一个，如果我们 24小时做准备做这个事情呢，这已经相当于说这是会决定我们的一个身份。 Wer hat klassischerweise eine 24-Stunden Rufbereitschaft? 你觉得什么样身份的人，什么样的工作 24小时都要做好准备呢？ Eltern. 家长。 Vor allem von Kleinkindern, das ist ein... Im wahrsten Sinne des Wortes eine Rufbereitschaft. Was? Im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn das Kind ruft, dann muss die Mutter arbeiten oder der Vater arbeiten. So bereit oder so vorbereitet, wie die Eltern sind, so sollen auch wir bereit sein, uns zu verantworten vor jedermann. 我们就像是一个父母要准备好来响应孩子一样，我们也要常做准备来回答别人。 Heute Morgen haben wir auch über den Tag des Herrn gesprochen. 我们今天上午学到了基督的再来。 Und wie kommt oder wann kommt der Tag des Herrn? 基督什么时候再来呢？ Wir wissen es nicht, er kommt wie ein Dieb. 我们不知道什么时候，因为他像贼一样来到。 Also manchmal erwarten wir es gar nicht, oder eigentlich da, wo wir es nicht erwarten, da kommt der Tag des Herrn, dann müssen wir uns verantworten und unseren Glauben verteidigen. 有时候我们没有期待，然后基督就来了，就像这样子的一个状态一样。有时候我们没有期待就被问了，也要回答。Deswegen ist es wichtig, dass wir alle Zeit, jederzeit, 24 Stunden am Tag bereit sind, über unsere Hoffnung, über unseren Glauben zu sprechen. 所以对我们来说很重要的是，就是我们要常做准备，24小时做好准备，要回答这样别人提出的问题。 Ein sehr aktuelles Beispiel war heute Morgen. Ich musste heute Morgen, also letzte Nacht, arbeiten und habe dann meine Sachen zusammengepackt nach der Übergabe und wollte dann zum Zug gehen. 比如说今天早上还很新鲜的一个例子，我早上还要上班，然后呢。 Meine Chefin mich, na Herko, was machen Sie heute? 然后突然我的领导就问说，哎呀，你等下去做什么？ Und dann sagte ich, ja, ich gehe in die Gemeinde, ich gehe in die Kirche und so weiter. Es war eine Situation, die hatte ich nicht erwartet, ich habe nicht damit gerechnet, war gerade eigentlich bereit zu gehen. Das ist ein klassisches Beispiel, wie wir manchmal unverhofft und überrascht in Situationen kommen, in welchen wir unseren Glauben bekennen und auch verteidigen können. Ja, das ist ein 对我来说，典型的时候，我没有准备说哦，他在这时候会问我这样一个问题，因为我已经要走了。但是呢，就是在这样的时候会被问。Die Frage ist, sind wir in solchen Situationen dann bereit? 问题就是我们在这样的情况之下，我们准备好了吗？ In der Situation selbst ist es dann zu spät, sich vorzubereiten. 在这个情况中再去准备已经太迟了。 Deswegen bereiten wir uns ja jetzt vor. 所以我们现在来准备一下。 Das nächste Wort, das unsere Aufmerksamkeit hier verlangt, ist das Wort Verantwortung. 那这里第二个我们关注的词是缘由。 Also seid bereit zur Verantwortung. 回答好像。哦，啊，回答，sorry。 以爸爸的心回答个人，回答，sorry，回答。Zur Verantwortung, ja. 要回答。 Im Griechischen wird das Wort verwendet, das auch Verteidigung, Rechtfertigung oder Antwort bedeuten kann. 那在希腊语用的这个词，有回答，有就是辩护，有辩解的这样的一个意思。 Und also das griechische Wort ist die Wurzel des Wortes Apologetik. 那这个词 这个希腊语的词，后来衍生出来的一个词就是 apologetic 辩护。 Ich weiß nicht, ob euch das Wort etwas sagt, aber es
In der christlichen Theologie ist der Bereich, wo man eben den christlichen Glauben verteidigt. 辩护或者卫道，我不知道说这个词对大家有没有，大家有没有比较熟悉？ 那卫道学是我们在信仰中要去捍卫自己的信仰的一个学科。 Und dieses Wort wird entweder allgemein zur Antwort oder Verteidigung verwendet oder eben auch in gerichtlichen Kontexten wurde dieser Begriff benutzt. 这个回答，这个可能也可以用在生活平常的处境当中回答，也可以用在这个特定的环境中去辩护。 Die Frage ist, gegen wen verteidigen wir uns? 问题就是你辩护要是针对谁呢？ Ich denke, manchmal fallen wir in die Falle, wir tappen in die Falle, dass wir den Menschen, unseren Gegenüber, irgendwie überzeugen wollen oder ihn in einer Debatte, in einer Diskussion gegen ihn gewinnen wollen. 有时候我们常陷入这样的处境，是我们想要赢过我们所讨论的那个对象，所以我们常常陷入辩论之中。 Ihn mit unseren Argumenten so erdrücken, dass er nichts mehr sagen kann. 然后我们常常就是用我们各种理由来跟他辩一辩，然后辩到最后他哑口无言。 Dass er nur noch sagen kann, ich glaube. 然后呢，他哑口无言说，好吧，我信。 Wir lesen 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 4 bis 5. 我们来读哥林多后书的10章4到5节。 Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Absichten zerstören wir und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen Gott. 那是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样拦阻人认识神的那些自高之事，以得盖攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。 Unsere Verteidigung gilt also nicht gegen, es richtet sich nicht gegen Menschen. 我们的征战不是要针对人的， sondern gegen diese geistlichen Angriffe, gegen diese Gedanken, gegen diese Absichten, gegen diese Philosophien. 而是要与那些 就是不属神的，属血气的，在灵里面阻挡神的那些事情，我们要针对这些。Kehren wir zurück zu 1. Petrus Kapitel 3. 我们回到彼得前书的第三章。 Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann. 彼得前书第三章要随时做准备来回答。 Vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert. 每一个问我们的人，我们要去回答他们。 Dieser Satz, vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, betont nochmal, also nicht nur die zeitliche Unbeschränktheit, sondern auch die universelle Aufforderung, dass jedermann, jedem sollen wir gegenübertreten. 这里说有人，那这个有人就是没有特定的一个人，所以是随时。 Unabhängig von seinem sozialen Status, von seinem finanziellen Status, von seinem kulturellen Hintergrund, von seinem religiösen Hintergrund. Wenn wir uns erinnern, an wen die Apostel damals das Evangelium verkündeten. Nach Apostelgeschichte Kapitel 10 predigten sie das Evangelium an Juden, Heiden, Griechen, Äthiopiern, Samaritern, Römern bis an das Ende der Welt. Also egal welcher Ethnie, welcher Kultur oder welcher Religion jemand angehörte, verteidigten die Apostel ihren Glauben. 那不管是他们的文化背景如何，使徒们都向他们传福音。 Ich glaube, ich habe an mir selber auch festgestellt, wenn ich Muslime treffe, bin ich zurückhaltender, als wenn ich Christen treffe. 那我遇到穆斯林的话，我就会比较的，
保守一点。Oft haben 比我遇到基督徒。Oft haben Muslime nämlich auch einen sehr festen oder starken Glauben. Deswegen denke ich mir, dass er eben Muslim muss ich mir nicht so viel Mühe geben. 有时候看到穆斯林啊，他们的信仰很坚定，所以我想，好吧，我就不要太努力了。Aber unabhängig von dem Hintergrund der Person sollen wir unseren Glauben verteidigen. 但是其实不管这个人的背景如何，那我们都要去捍卫我们的信仰。Auch verteidigten die Apostel ihren Glauben gegenüber Sklaven, Herren, Armen und Reichen, Statthaltern und Königen. 那使徒们他们也针对不管是奴隶的还是做主人的，不管是穷人富人，不管是在位的，还有做君王的。Also auch egal, wo die Menschen in einer sozioökonomischen Situation oder egal, wo sie da standen, predigten sie an höhere und an niedrigere in der Gesellschaft. 管他们在社会上的地位如何，是低的，是高的，他们都向这些人传福音。Das heißt, wenn wir jetzt in der Gesellschaft oder bei unserer Arbeit eine höhere Position haben, dann ist es auch in Ordnung, wenn wir denen, die unter uns sind, predigen. 那也就是如果我们在社会上处在一个比较高的位置，也是可以向在我们手下的人传福音的。Aber vielleicht, was mehr Überwindung braucht, auch wenn wir in der Gesellschaft keine hohe Position haben, dürfen wir mutig sein und uns zutrauen, auch unseren Vorgesetzten, unserem Chef, unserer Chefin von unserem Glauben zu erzählen und unseren Glauben zu verteidigen. Ja, 但是比较难的可能是，如果我们在社会上处在一个比较低的位置，我们也要努力去向我们的老板，我们在上面管理我们的人，向他们去辩护我们的信仰，解释我们的信仰。Deswegen, was Petrus in Vers 15 schreibt, ist so universell. 所以书，这里提到的对象是有人是向全人向所有的人 alle Zeit zu jedermann 随时对着所有的人 was sollen wir nun verteidigen 那内容呢我们辩护的内容是什么 Petrus schreibt wir sollen Verantwortung ablegen oder bereit sein zur Verantwortung über die Hoffnung Was meint Petrus mit dieser Hoffnung? 彼得说到的这个心中盼望是指的什么呢？ Lesen wir 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 bis 5. 那我们来读读彼得前书的第一章。1. Petrus 1, 3 bis 5. 第一章的第三节到第五节。1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 bis 5. 彼得前书第一章第三节到第五节。Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. 愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾造自己的大怜悯。借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备到末世要显现的救恩。Diese Hoffnung, von der Petrus hier schreibt, ist diese lebendige Hoffnung von dem unvergänglichen himmlischen Erbe. 那这个盼望是我们，是。他们要得着到，是要得着这个不能朽坏、不能玷污的天上的基业。Diese Hoffnung, die wir alle in uns tragen, ist die Hoffnung, dass der Tod nicht das Ende des Lebens ist. 啊，我们的盼望就是死亡并不是我们的终结。Nein, sondern Gott Weil Jesus Christus für uns gelebt, gestorben und auferstanden ist, haben wir diese Hoffnung, dass auch wir auferstehen werden und am Ende der Zeit zu Gott finden. Weil Jesus für uns 活过，为我们死了，为我们复活，我们也相信说，我们自己也可以在死后复活，然后得到神的基业。Das ist die lebendige Hoffnung, die Jesus uns gegeben hat. 就是我们耶稣给我们的活泼的盼望。Und das ist die Hoffnung, die wir verteidigen. 这也是我们所要去辩护的盼望。
Das Ja, das, dieses Leben auf Erden ist nicht alles. 也就是这个世上的生活不是一切, sondern wir glauben an ein Leben nach dem Tod, wir glauben an einen Gott, der uns diesen Weg geöffnet hat. 也就是我们相信在死后我们还有一个世界，我们也相信一位神，他为我们开了这样一条路。 Haben wir diese Hoffnung? 我们有这样的盼望吗? Wenn wir diese Hoffnung haben, 如果我们有这样的盼望, und daran glauben, 然后我们也相信这样的盼望, dann ist es eigentlich mehr als wert, sie zu verteidigen. 那我们就很值得去为这样的一个盼望辩护。 Gehen wir zurück zu 1. Petrus 3, Vers 13 bis 17. 我们回到彼得前书的 13 bis 17节。 Ich möchte jetzt im zweiten Abschnitt über die Grundlagen sprechen, über die Verteidigung oder über die Apologetik, über die Verteidigung unseres Glaubens. Ich habe es eingeteilt in eine Grundlage, die nach außen gilt, und das sind die guten Werke. 我讲到说, den wir gelesen haben, Vers 13 bis Vers 17, werden wir merken, dass der Fokus von Petrus auf den guten Werken liegt. 13到17节，彼得强调一个重点是人的行善。 Vers 13 ist, beginnt er schon, und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? 13节强调说，你们若是热心行善，有谁害你们呢？ Also Petrus sagt, wenn wir dem Guten nacheifern, wenn wir das Gute tun, dann kann uns eigentlich niemand wirklich schaden. 彼得强调说，如果我们都做好的事情，那没有人能够害我们。 Und auch dieses Leid, was in Vers 14 beschreibt, ist immer verbunden mit dem Leiden für gute Werke, wie wir in Vers 17 lesen. 第14节跟17节有提到说，我们这个受苦是为了义，为了行善而受苦。 Was meint Petrus mit diesen guten Werken? 那彼得讲到的这个行善指的是什么呢? Wenn wir uns 1. Petrus anschauen, dann sehen wir, wir haben jetzt nicht die Zeit dafür, aber dass Petrus verschiedene Aspekte von guten Werken anspricht im Laufe des Briefes. 没有很多时间去看，但是如果我们看彼得前书三章，彼得前书整卷书中有提到很多行善的方面。 Aber wer von uns weiß nicht, was gute Werke sind? 但是如果不看的话，我们中间有谁不知道什么是善行呢？ Weiß jemand nicht, was gute Werke sind? 有人不知道什么是行善吗？ Nein, also machen wir weiter. 没有人说不知道，那我们就不讲了，就继续。 Aber wichtig ist, dass diese guten Werke die Grundlage sind für die Verteidigung unseres Glaubens. Ohne gute Werke fällt unsere Verteidigung in sich zusammen. 重点这里就是行善是我们回答的一个基础，如果没有行善作为基础，那就无法去很好的回答辩护了。Wenn wir keine guten Werke haben, wenn die Gemeinde nicht mit einem Beispiel vorangeht, dann ist es egal, was für gute Argumente, was für tolle Verteidigungen wir schreiben können, diese Verteidigung ist nichts wert. 如果我们没有善行作为基础，不管我们回答的多好，辩护的多有道理。 Die Grundlage, die nach innen gilt, ist das Prinzip, dass wir Christus heiligen sollen in unseren Herzen, wie es in Vers 15 steht. 内部的一个基础是十五节提到说，要心里尊主耶稣基督为圣。 Was bedeutet es, Christus zu heiligen? 什么叫尊基督为圣呢？ Das Wort heiligen ist ein relativ schwieriger Wort. 很难去总结的一个概念。 Es könnte bedeuten, dass wir Jesus respektieren, ihn ehren oder in einem weiteren Schritt ihn sogar regieren lassen in unserem Herzen. 这个我们可以想到的尊主为圣，就是我们在里面要尊敬主耶稣，要敬畏他，甚至我们在心里面要让他做我们的王。 Das Wort Heiligen, eine andere Übersetzung, ist auch aus. Das heißt, wenn wir Jesus Christus in unserem Herzen aussondern, dann heißt es, dass wir ihm eine besondere Stellung geben.
那分别为圣意味着我们有特别的一个位置。Also Jesus hat in unserem Herzen eine besondere Stellung, von der Stellung aus alle anderen Dinge in unserem Herzen ausgesteuert werden. 那如果我们分别基督为圣，意味着基督在我们心里面有一个特殊的地位，比起其他所有的东西，他是最特别的。Das heißt nicht, dass wir Jesus separieren und ein Teil unseres Herzens gehört Jesus und der Rest nicht. Nein, sondern dieser Teil ist so besonders, dass den Rest mit steuert und mit kontrolliert. 那不是说我们在心里分两个部分，一半是基督，然后特别，另外一半是其他东西，而是说基督如此的特别，所以呢，他掌管控制所有其他一切的东西。Ja, dann kommen wir schon zu unserem问说怎么办 ？Wie sollen wir uns veranstalten?Vers 16 steht, und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. 那在第16节讲到说要15节的尾巴讲到说用温柔敬畏的心。Mit Sanftmut und Ehrfurcht. 用温柔和敬畏的心。Was ist Sanftmut? 什么是温柔呢？Eine Definition, die ich gefunden habe, die ich auch sehr schön finde, lautet,die Eigenschaft, sich nicht zu sehr von der eigenen Wichtigkeit beeindrucken zu lassen. 我查了一个词典里面的定义的温柔是一个品质，不要太强调自己个人的重要性。Wir halten viele von uns oder ja halten sich oft wichtig für wichtiger als wir es sind. 那有时候我们认为自己位置比实际的位置更高。Und das führt eben zum Gegenteil der Sanftmut. 那这样的一个认知态度就跟温柔是相反的。Jesus gibt uns eigentlich das beste Beispiel, was es bedeutet, sanftmütig zu sein. 那耶稣给我们的最好的榜样，什么是温柔？ Wir wissen, dass Jesus in Matthäus Kapitel 11 sagte, dass wir von seiner Sanftmut lernen sollen. 耶稣在马太福音的第十一章提到说，我们要学他的样式，学他的温柔。Alle die und seine Last auf uns legen und diese ist sanft und leicht。耶稣说他心里温柔和谦卑，所以凡劳苦担重担的人都可以到他那里去，他就使他们得安息。Wie hat Jesus seine Sanftmut gezeigt？ 那耶稣怎么样表现他的谦卑呢？Jesus kam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern Jesus kam, um zu dienen. Jesus 的柔和谦卑体现在他不是来了要让人服侍他，而是要去服侍别人。So hat Jesus sich nicht von der eigenen Wichtigkeit beeindrucken lassen. 那用这样的方式，耶稣并不是让人感觉他很重要。Er hat sich nicht selber von der eigenen Wichtigkeit beeindrucken lassen. 他没有觉得自己很重要。没有让人感觉他很重要，他没有让自己觉得被自己的重要性而很控制。他没有让自己被自己的重要性而控制。Jesus war Jesus war der oder ist der ist Gott Jesus ist der Schöpfer allen erst gekommen er hätte er hätte ein Herrscher ein König sein können. 那耶稣他自己是神来到这个世界上，他可以在这个世界上做一个君王，做一个统治者。Aber nein. 但是他没有。Jesus kam und diente. 耶稣来了，要来服侍人。Und zwar nicht an einem königlichen Palast, sondern auf den Straßen. In Orten, in Höhlen, wo niemand hingehen wollte, in Dörfer, wo niemand, die niemand beachtete. 他的服侍也不是在皇宫里面，而是要在路边，在小村庄里面，那些不被人注意的地方。Er aß mit den Zöllnern und mit den Sündern, er sprach mit Frauen und mit Prostituierten und predigte ihnen das Reich Gottes. 他与税吏、与罪人讲话，他也与那些被人看不起的妓女跟犯罪的人聊天，让他们把神的福音传给他们。Sind wir bereit zu dienen und uns nicht dienen zu lassen?
Diese Einstellung bedeutet Sanftmut. Wenn wir das jetzt übertragen, auf was es bedeutet, wenn wir unseren Glauben verteidigen, dann denke ich, dann bringen wir, also wenn wir das mitnehmen in unsere Gespräche oder in unsere Auseinandersetzungen mit anderen, dann bringt das eine Portion Demut. Höflich und mit rücksichtsvoll gehen wir mit unseren Mitmenschen, mit unserem Gegenüber auch im Gespräch über den Glauben um. Das heißt nicht, dass wir die Wahrheit oder unseren Glauben vernachlässigen. Das ist nicht, dass wir die Wahrheit oder Es geht nicht darum, darüber, was wir sagen, 不是重点，不是我们讲什么内容，sondern wie wir es sagen. 而是我们怎么讲这个内容。 Der zweite Punkt hier ist mit Ehrfurcht. 那第二个部分是带着敬畏。 Wenn wir das deutsche Wort Ehrfurcht lesen, dann ist das immer gekoppelt an eine Furcht Gottes, an eine Furcht, die wir Gott gegenüber zeigen. 当我们提到敬畏这个词的时候，我们就想到说啊，我们敬畏神。 Und wenn wir das so verstehen, dann verankert die Ehrfurcht unseren Eifer oder unsere Leidenschaft für unseren Glauben tatsächlich verankert oder gibt es uns einen Halt in der Furcht Gottes. Ja, 也就是我们把我们的虔诚，我们的热情都 扎根在我们对神的敬畏之上。 Aber andere Übersetzungen übersetzen auch einfach Respekt oder Ehrerbietung. 但是尊敬也可以 用其他的词，就是用带着一种尊重。 Das wäre dann von der Bedeutung sehr ähnlich zu der Sanftmut, dass wir eben allgemeingültig den Menschen, denen wir gegenübertreten, denen wir unseren Glauben verteidigen gegenüber, dass wir denen respektvoll ehrwürdig entgegentreten. 那如果这个意思比较是尊重、敬重，那这个就跟我们刚才提到的。 温柔的态度比较接近，当我们跟别人聊的时候，我们会去尊重他们。 Ja, in den letzten 40 Minuten haben wir uns also über diesen Abschnitt in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 13 bis 17 ein wenig unterhalten. 我们刚才的40分钟讲了彼得前书3章的13到17节的16节的这段内容。 Die Kernaussage ist, wie gesagt, findet sich in Vers 15. 那13到17节的重点就是15节。 Und ich denke, für uns heute relevant, auch mit dem Start des Evangelisationsteams, ist nicht nur die Offensive, aber auch die Defensive ein Bereich, an dem wir arbeiten sollen. Ja, 我们今天传到传福音的话，不只是要主动的去传扬，还要做好这样的一个准备去捍卫。 Und vielleicht ist es irreführend oder ist es missverständlich, dass es ein Team gibt. Das bedeutet nicht, dass nur dieses Team die Aufgabe hat, das Evangelium zu verteidigen und das Evangelium zu verkünden. Nein, sondern jeder von uns. Jeder Einzelne, die Gemeinde als Ganzes und dieses Team natürlich auch. Wir haben alle die Verantwortung, das Wort Gottes an die Welt zu tragen. 不是的，不是只有这个团队，而是我们教会的每一个人，当然包括这个团队，我们都要去传福音。 Und ich hoffe, dass wir in dieser Stunde ein bisschen auch darüber gesprochen haben, was das bedeutet, an wen es sich richtet und was für eine Einstellung wir mitbringen sollen, wenn wir unseren Glauben verteidigen. Abschließend möchte ich noch ein Zitat vorlesen. Das hat auch ein sehr gläubiger Christ geschrieben. 读一个很近前的基督徒所说的一句话 Und ich lese auf Englisch vor. 那我先读一下英文 Und er sagt, as Christians we can be confident about the foundations of our faith. 他说到说作为基督徒我们可以对我们信仰的基石很自信 After all, a faith not worth defending is a faith not worth having. 他说如果一个信仰不值得去为他捍卫，那这个信仰也不值得我们拥有。
Auf Deutsch, wenn wir nicht bereit sind oder wenn wir es nicht für wert erachten, unseren Glauben zu verteidigen, dann stellt sich die Frage, ist es überhaupt wert, diesen Glauben zu haben? 那如果我们简单说，这句话意思就是，如果不值得我们花精力去捍卫我们的信仰，那这个信仰值得我们拥有吗？ Aber Gott sei Dank, ich bin überzeugt, dass wir diesen Glauben für wert erachten zu verteidigen und diesen Glauben für wert erachten zu haben. 但是感谢神，我认为这个信仰值得我们去拥有，也值得我们去捍卫。 Lasst uns zum Abschluss noch einmal Lobgesang 271 singen. 我们最后再来唱一次赞美诗270。